Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute zusammen mit dem Markus, dem Whiskyliner, einen Thompson Brothers, 6 Jahre alt, ein Blended Whisky. Ja, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Whisky-Verkostung. Heute mal zusammen mit dem Markus, dem Whiskyliner, der mich besucht in meinen Räumlichkeiten bei mir zu Hause. Freut mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast, Markus. Wir haben heute für euch einen schönen Whisky, oder? Ja, genau, einen Thompson Brothers, 6 Jahre mit 46 Volumensprozent. Wo ich mir jetzt allerdings nicht sicher bin, ist dieser Whisky gefärbt und kühl gefiltert? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, der ist nicht gefärbt und auch nicht kühl gefiltert, so viel wie ich weiß. Aber das kriegen wir dann raus. Unten habe ich ja den Base-Link, da könnt ihr mal nachgucken. Da bin ich jetzt mir gar nicht sicher, ob der gefärbt ist. Aber es steht hier nicht drauf und wie gesagt, Whiskys, die in Deutschland verkauft werden, müssen gekennzeichnet sein, wenn sie gefärbt sind. Ne? Und das ist nicht der Fall. Und bei 46 Volumenprozent macht ja eine Kühlfilterung auch keinen Sinn mehr. Also denke ich mal, handelt es sich hierbei um einen nicht gefärbten und nicht kühl gefilterten Whisky. Ja, jetzt ist der 6 Jahre alt, aber hier steht drauf, over 6 years, also über 6 Jahre alte Whiskys sollen hier drin sein. Jetzt kursiert da ja so eine Geschichte umher, was das für ein Whisky sein kann. Markus, kannst du da was zu erzählen? Kannst du da eigentlich ein bisschen was erzählen dazu, wie das zustande gekommen sein soll? Also die Geschichte hinter diesem Whisky soll jene sein. Eigentlich sollte hier McKellen drinnen sein. Die tatsächliche Geschichte ist die, wie gesagt, der McKellen hätte transportiert werden sollen in einen Tankwagen und während der Befüllung ist ihnen allerdings aufgefallen, dass der Tank nicht ordentlich gereinigt wurde. Das heißt, hier war noch jede Menge Grain Whisky drinnen und deshalb ist es dann natürlich auch kein Single Malt mehr, sondern eigentlich ein Blended Scotch. Genau, also das handelt sich dann, wenn noch Grain mit vermischt wurde, wenn dieser Unfall tatsächlich so passiert ist, wie die Geschichte so rumkursiert, ich weiß es nicht, ich habe davon noch nicht so großartig was von gehört, aber es soll tatsächlich so zustande gekommen sein, dann ist es halt so, dann handelt es sich hier tatsächlich um einen McKellen, der über 6 Jahre alt sein soll, also mindestens 6 Jahre alt, der Whisky ist hier drin. Und die Thompson Brothers, die sind ja, die liegen ja in den nördlichen Highlands, oder ja, so ziemlich bisschen in den nördlichen Highlands, so Glenmorangie, die Ecke dort, Glenmorangie ist da in der Nähe, Dalmore ist da in der Nähe und ein Stückchen höher, glaube ich, ist Dornoch. Und da sind die Thompson Brothers, die haben eine eigene Brennerei, eine kleine Brennerei, die Dornoch-Brennerei, die aber jetzt vergrößert wird oder vielmehr neu gebaut wird. Die bauen jetzt eine neue Dornoch-Brennerei, also eine richtig ordentliche Brennerei mit Brennblasen. Also die soll auch architektonisch so ein bisschen einigermaßen was hermachen. Aber sie haben jetzt so eine kleine Brennerei, die so mehr oder weniger, ich glaube, in so einem alten Feuerwehrgebäude oder sowas mal ist die drin. Das war früher, glaube ich, mal ein altes Feuerwehrgebäude. Und da haben sie jetzt halt so ganz kleine Brennblasen drin und so. Und brennen halt auch eigenen Whisky, ne? Dornoch. Dornoch, glaube ich, heißt der Whisky dann. Und sie sind aber unabhängiger Abfüller, damit sind sie eigentlich bekannt geworden, haben dort in Dornoch auch, glaube ich, eine große Whisky-Bar, die haben da, glaube ich, ein Hotel oder so, wo eine große Whisky-Bar ist und ja, und nebenbei, wie gesagt, machen sie halt auch unabhängige Abfüllungen und unter anderem, wie gesagt, diesen Blend, der ein Unfall gewesen sein soll, hier steht es auch, rested and bottled in Dornoch. Also, schauen wir mal, was der kann, Markus, oder? Also, er ist ja eigentlich so, was man so hört, und ich habe auch schon einige Videos von YouTuber-Kollegen gesehen, soll der ganz gut sein. Der kam bei denen immer sehr gut weg. Und da habe ich gedacht, ja, die Flasche kaufe ich mir auch mal. Die kostet im Übrigen um die 40 Euro. Also, das ist kein Hexenwerk und keine große Investition, diese Flasche zu kaufen. Die gibt es auch noch aktuell.
Die gibt es in verschiedenen Batches, so wie ich das, gehört habe. Und was das jetzt für ein Batch ist, ich meine, dass ich das Batch 9 habe, aber das kann ich euch jetzt auch so genau auch nicht sagen. Steht das hier irgendwo drauf? Nee, steht auch nicht drauf. Aber es gibt diesen Whisky in verschiedenen Batches. So, Markus, würde ich sagen, na, gucken wir mal, was der Whisky kann, ne? Aber auch so zur Farbe relativ schön kupferfarben. Ja. Und ich finde, man sieht auch schon im Glas, dass er schöne Schlieren sieht. Genau, schöne Schlieren, Lecks, wie das auch manche nennen. Ich sage aber auch Schlieren. Also ich sage immer Schlieren, ja, dazu. Ja. Ne? Und es soll sich auch, glaube ich, um eine Sherry-Reifung handeln. Da habe ich nichts richtig gefunden. Also er soll in PX und Oloroso, glaube ich, oder nur in PX gereift sein, aber das weiß ich jetzt, nicht. Da müssen wir mal gucken. Also riechen wir mal rein. Ja, aber ich finde da schon, also jetzt schon beim ersten Reinriechen, leichte Sherry-Nuancen. Genau. Und weißt du, was ich habe sogar? Also das wundert mich jetzt so ein bisschen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schwefel. Ich habe so leichte Schwefelnote. Na, jetzt wo du es natürlich sagst, jetzt habe ich es auch. Also man kennt es, einer sagt es vor und dann hat man natürlich dann auch diese Nase, genau, in der Nase. Genau, dann hat man das, wenn das einer so sagt, dann hat man es halt auch gleich in der Nase. Das ist oftmals der Fall, das stimmt, ja. Aber ich rieche da auch jetzt wieder Bitterschokolade. Ja, so genau. So 60-prozentige Schokolade. Ja, kann ich mitgehen, genau. So dunkle Schokoladen-Kaffeenoten vielleicht, ja, auch so, ja, ein bisschen, genau, ne? So, genau. So in die Richtung gehen, ne? Ich stelle mal die Flasche ein Stück zurück, sonst sehe ich dich gar nicht. Ja, also, ich muss sagen, ne, wo ich den Whisky geöffnet habe und das erste Mal probiert habe, die Flasche, da hatte ich noch so Corona-Nachwirkungen. Also ich hatte ja Corona, ne? Das wissen ja einige, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen. Und da konnte ich diesen Whisky noch gar nicht so richtig wahrnehmen, sag ich mal. Und da fand ich den nicht gut beim ersten Mal probieren. Ja. Aber das schiebe ich jetzt mal komplett auf Corona, dass das halt noch die Nachwirkung da war. Ne? Ja, aber jetzt so, jetzt meine ich, dass ich, na, sage ich jetzt mal, zu 90%, 95% bin ich wieder, was Geschmack und Geruch angeht, hergestellt, würde ich mal sagen. Ja. Also es riecht nicht schlecht, muss ich sagen. Nee, ne? Auf gar keinen Fall. Also ich bekomme da auch schöne ledrige Noten raus. Ja. Honig. Genau. Schöne Eichenwürze. Ja, Eiche hast du tatsächlich. Also eine Würze habe ich, ja. Aber ob das jetzt Eiche ist, könnte ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich habe so eine schöne, genau, so eine schöne dunkle Schokoladennote, ja. Kaffeenote, ne? Ja. Frucht bin ich noch gar nicht so doll. Also auf der fruchtigen Seite finde ich. Na, so eine leichte schwarze Kirsche finde ich hier in der, okay, Nase. Okay, ja, da könnte ich vielleicht auch mitgehen, stimmt. Aber der hat mehr diese Schokoladen-Kaffeenoten, ja, finde ich, ne? Ja, ja. Und diesen leichten Schwefel. Ich kann mir nicht helfen, ja, ich habe da leichten Schwefel in der Nase. Ja. Ich mag das ja, ich bin ja so ein Schwefel-Fan. Also ich mag gerne so Schwefel in Whiskys. Ja. Also das kann bei mir nie genug sein, außer, ja, bis es in die verfaulten Eier geht. Dann ist mir das auch zu viel, ja, mit dem Schwefel. Aber das riecht sehr angenehm, finde ich hier. Ja, auf alle Fälle. Also was mir auch sehr positiv am auffällt, ist, ich finde hier keine Grain-Noten. Nee, die habe ich auch nicht. Naja gut, wenn das dieser Unfall ist, wo jetzt ein bisschen Grain noch drin war, dann denke ich mal, wird es ja nicht die große Menge an Grain gewesen sein. Ne? Ich denke, ja, mal, dass hier dann tatsächlich doch mehr Single Malt drin ist wie Grain. Ja. Ne? Bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das riecht man auch, da hast du recht. Also man riecht hier kein Grain eigentlich. Ne? Nee. Soll uns ja dann, soll ja für uns dann gar nicht mal so schlecht sein, wenn es dann mehr Single Malt ist wie Grain, kann uns das nur recht sein, ne? Ja. Also ich rieche hier wirklich schöne Kaffeenoten, leichten Schwefel, Schokolade, leichte Frucht, ja, deine Kirsche, die schöne Würzigkeit. Also der ist gar nicht mal so unkomplex, finde ich, ne? Also der hat schon ein paar, ja, genau, interessante so ein bisschen Sachen. Kirsche, bisschen Pflaume, schöne Trockenfrüchte. Ne, eigentlich eine sehr schöne Nase. Ja, wollen wir mal probieren? Ja, auf alle Fälle. Würde ich sagen, Slange, ne? Ja, Slange. Freunde, auf euch. Auf euch. Mhm.
Na, sehr schöner Whisky. Er kommt mir jetzt am Gaumen noch relativ cremig vor. Cremig und süß. Ja. Ich finde ihn süß. Ja. Ich würde hier, tatsächlich auf PX gehen. PX Sherry mehr. Das würde auch sich erklären, warum wir nicht so viel Frucht hier haben. Warum wir mehr diese süßen Noten haben. Ja. Schokoladigen Noten. Na, ich wollte eben gerade sagen, habe hier gerade schön Lippstöckel, hat er am Antrieb. Ja, genau, Lippstöckel, richtig. Ne? Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Lippstöckel dann und dann so ganz, wie gesagt, ich habe ja den ganz leichten Schwefel noch so mit drinne. Ne, aber auch dieses Ledrige, das ist halt auch wieder am Gaumen komplett vorhanden. Und cremig, ne? Ne? Boah, schön, also. Ja. Junge, also das ist jetzt genau das Gegenteil, wie ich den zum ersten Mal probiert habe. Also da war ich noch nicht so weit mit Corona. Ne? Da konnte ich den einfach nicht gerecht werden. Jetzt finde ich den gar nicht mal schlechter, muss ich sagen. Ich finde, der hat auch einen relativ langen Abgang. Ja, also, er ist immer noch da, das stimmt. Ne? Aber allerdings schwächer. Also ich würde jetzt vom ganz langen Abgang würde ich jetzt nicht reden. Er geht schon nachher, so langsam gehen die Aromen schon weg. Also es würde mich jetzt verlangen, quasi den zweiten Schluck zu nehmen. Aber ich finde, gar nicht mal so schlecht. Also man muss überlegen, wir reden hier von 40 Euro. Ja. Ne? Und die Thompson Brothers, also ich weiß ja, dass einige, da geht ein Gruß raus an meine Jungs, meine Freunde vom Speakeasy Whisky Club. Die feiern ja total diesen unabhängigen Abfüller und sind ja total Thompson Brothers Fans, sag ich mal, ne? Aber ich muss sagen, das stimmt auch tatsächlich. Also mir gefällt der richtig gut. Jetzt habe ich tatsächlich auch Fruchtnoten ein bisschen. Jetzt kommt so, sagte mal, so auch ein bisschen die Frucht durch. Ja, also ich muss sagen, ich bin bereit für den zweiten Schluck. Ich werde mal den zweiten Schluck probieren. Ich finde auch der Alkohol sehr gut eingebunden. Ne? Mhm. Die 46 Volumenprozent stehen ihm wunderbar, finde ich. Also jetzt so eine cremige Süße. Ja. Das ist geht fast schon in die Sahne über. Ja, so sahnig, ne? Ja, richtig. Und auch dieses ledrige, schokoladige, das kommt beim zweiten Schluck noch mal kräftiger zu Geltung. Nochmal, ja, stimmt, gebe ich dir recht. Da. Ja. Ja, da muss ich den Udo mal grüßen, auch von uns aus der Discord-Gruppe. Mit dem habe ich ja letztes Mal die Diskussion gehabt und wir waren uns eigentlich einig, dass der nicht gut ist, der Whisky. Aber Udo, ich muss das revidieren. Da war bei mir noch Corona im Spiel. Ich finde den jetzt gut, du. Ich finde den jetzt gar nicht schlecht. Ja, also der ist absolut solide. Ja. Ja, also da gucke ich nachher mal auf der Base nach, wie der bewertet ist. Also das interessiert mich dann mal, wie die anderen den alle so bewertet haben. Ich würde den gar nicht mal so schlecht bewerten. Eben, und vor allem für 40 Euro, ich meine, das ist ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn das noch McKellen sein soll, also ich schmecke jetzt hier keinen McKellen-Charakter raus, weil ich den auch gar nicht kenne. Ich kenne keinen McKellen-Charakter, weil ich viel zu wenig McKellen probiert habe in meinem ganzen Whisky-Leben, was ich bisher hatte. Weil McKellen mir einfach zu teuer ist, habe ich da zu wenig probiert. Aber jetzt einen Charakter daraus zu schmecken, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle würde ich tippen auf PX Sherry. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ne? Also. Ja, und wenn dann diese Geschichte stimmt da mit diesem Tankwagen, diese Tankwagen-Geschichte da, dann soll es uns umso mehr erfreuen, dass es dann McKellen ist. Dann ist es halt ein guter McKellen mit ein bisschen Grain vermischt. Aber wie gesagt, Grain-Note hatte ich jetzt hier gar nicht so doll, muss ich sagen. Ne? Also, gar nicht, eigentlich ein schöner, runder Whisky. Ja. Gut, Freunde, dann hat es uns Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Markus, dass du mit mir diesen Whisky zusammen verkostet hast. Freunde, gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ne? Abonniert bitte den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Und macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Video. Macht es gut, Freunde. Ciao. Ciao.